Herzlich willkommen zu dem Kurs GUI-Programmieren mit Python. Mein Name ist Frederik Weitz und ich führe euch durch diesen Kurs. Wir hatten uns beim letzten Mal angesehen, wie man eine Menüleiste in sein Hauptfenster installiert und wie man dem Untermenüs hinzufügt mit Add Cascade und dann kommt dort das Label und das entsprechende Menü hinein. Und dieses Mal zeige ich euch, wie man in die Untermenüs noch weiter Befehle hineinbringen kann. Und das ist eine ganz einfache Sache, im Prinzip noch viel einfacher, als sich ein Menü aufzurufen. So, ich habe Datei, Menü als mein Untermenü, mein erstes. Und dort gebe ich ein Add Command, Klammer auf, und dann Label ist gleich neu zum Beispiel und dann kommt ein Command und da gebe ich jetzt erstmal leer ein. Das werde ich gleich auch nochmal tun. Leer müsste jetzt eigentlich einen Befehl aufrufen, aber hier soll es uns erstmal sagen, ich habe da noch nichts reingefüllt. Datei, Menü, Punkt, Add, Command und Label ist gleich. Na, sagen wir, öffnen, Komma und Command ist gleich leer. So, Datei, Menü, ja. Menü, Add, Command, Label, Speichern, Komma und Command ist gleich leer. So, und hier müsste jetzt natürlich immer dann irgendwas hinten rein, wie zum Beispiel lege neuen Datensatz an, also irgendeine Funktion, die dann aufgerufen wird und die eben genau das entsprechende macht, was der Benutzer unter dem Label neu erwartet. Hier müsste bei Öffnen ein Fenster aufklappen zur Dateisuche. Das müsste passieren, dass man sich eben aus seiner Speicher irgendwo, also von seiner Festplatte eine Datei in das Programm hineinladen kann. Beim Speichern ist es umgekehrt. Entweder müsste ein Programm, was man schon gespeichert hat, erneut abgespeichert werden oder es müsste ein Name eingegeben werden, unter dem dann eine neue Datei angelegt wird. Und das müsste dann hier hinten, müsste die entsprechende Funktion aufgerufen werden. Gut, aber das sind jetzt so Sachen, das würde uns zu weit führen. Und ich zeige euch jetzt erst nochmal, wie seht ihr gerade im Moment gar nichts. Und woher kommt das? Das kommt daher, weil der mir sagt, der Name ist nicht definiert. Und das muss ich jetzt noch machen. Also so ganz ohne Funktionen definieren. So ganz ohne geht es nun nicht. Und ich lege mir einen def an, leer. Bitte hier nicht die Klammern vergessen, die ich hier unten nicht angeben muss, aber hier muss ich sie angeben und ich gebe einfach nichts zurück. So, und mal sehen, ob er uns das jetzt macht. So, also es sieht auf jeden Fall gut aus. So, jetzt sehen wir auch, haben wir wieder unser Edit mit dabei. Und wenn ich auf Datei draufklicke, dann hat er neu öffnen und speichern als Befehle mit drin und macht gar nichts. Ja, so, das ist ja schick, ne? So. Und jetzt kann ich mir hier noch beliebig viele weitere Befehle anlegen. So, und ich gebe jetzt hier einmal den Befehl schließen an. Und hier hinten auch schließen. So, und dann lege ich mir hier oben eine Definition an.
setzen. Ich hoffe, er übernimmt jetzt das SZ. Das wäre natürlich völlig doof, wenn er das nicht tun würde. Und hier gebe ich ein root.destroy. Return müsste ich jetzt nicht mehr angeben. Jetzt zerstört er das Hauptfenster. Und das Hauptfenster sozusagen zu zerstören, heißt das zu schließen. Ja, deshalb also gibt es den Befehl root.destroy. Und das müsste er mir jetzt gleich auch machen. Also ich öffne das Ganze wieder, so, gehe hier rein und drücke auf Schließen und weg ist mein Hauptfenster. Also ihr seht, das ist ganz einfach, dann auch noch diese einzelnen Zeilen mit Funktionen zu belegen. So, jetzt zeige ich euch noch etwas, und zwar habt ihr mit Sicherheit bemerkt, da ist oben so ein komischer Strich dran, und das ist, das macht es mir nicht, doch, jetzt macht es mir, ich habe es rausgezogen, und jetzt habe ich im Prinzip, habe ich hier mein Untermenü, das habe ich mir rausgezogen und kann das wie ein eigenes Fenster hin und her schieben, habe es hier aber auch nochmal, so, und hier habe ich es genauso, hier ist es recht witzlos, weil, ja, da ist ja nichts drin. Gut, so, also, mit Add Command kann ich in das Untermenü, oder kann ich dem Untermenü jetzt weitere Befehle hinzufügen. Ich muss natürlich ein Label angeben, dann muss ich beim Command, muss ich irgendeinen Befehl angeben. Und damit kann ich mir ein ganzes schönes Menü eröffnen. Und jetzt ist euch mit Sicherheit noch etwas aufgefallen. Ich habe weder das Hauptmenü noch die Untermenüs auf das hier unten sichtbar gemacht. So, das macht er automatisch. Das heißt, hier müsst ihr weder den Pack-Befehl noch den Grid-Befehl noch irgendetwas anderes anwenden. Eine schicke Sache. Gut. So, jetzt wisst ihr, wie man ein Menü und Untermenüs, wie man die auf den Bildschirm platziert, wie man die mit Funktionalität auch belegt. Ich hoffe, das hat euch Spaß gemacht und ihr habt jetzt wieder ganz viele Ideen, was ihr noch weiter programmieren könnt. Und im nächsten Video möchte ich euch auch noch eine ganz, ganz wichtige Sache zeigen. Eigentlich fast dann irgendwann die Hauptsache des Programmierers, nämlich wie man Ereignisse hin und her schiebt zwischen verschiedenen Widgets. So, das ist eine ganz wichtige Sache und sorgt erst richtig dafür, dass ein Programm funktioniert. Gut, aber das beim nächsten Mal. Ich hoffe, euch hat dieses Video Spaß gemacht. Wenn es euch gefallen hat, dann bitte einen Daumen hoch und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder und schauen uns das sogenannte Event Handling an. Bis dann!